Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nacht hier im Kirchpark dürfen wir Sie, die junge Philharmonie Augustusburg und ich ganz herzlich willkommen heißen. Völlig unpassend das Regentropfen-Prelude von Frédéric Chopin heute an den Anfang gestellt, gehen wir nun gleich über zu deutlich heiterer Musik. Sie hören Mozarts meistgespieltes Werk auf der ganzen Welt. Und doch umso erstaunlicher, dass diese kleine Nachtmusik zu Mozarts Lebzeiten nie aufgeführt worden ist. Er hat es womöglich für die Schublade komponiert. Doch ganz so tragisch verhält es sich vielleicht nicht wie bei seinem Kollegen Ludwig van Beethoven, der ja viele seiner Werke nicht hören konnte, oder auch bei Beatrix Smetana, der nicht einmal seine Moldau hören konnte, weil er zuvor taub geworden ist. Bei Mozart stapelten sich die Werke auf dem Schreibtisch und somit ist es vielleicht nicht ganz so tragisch, dass diese Musik zu seinen Lebzeiten nie zur Aufführung gekommen ist. Freuen Sie sich jetzt auf sehr unterhaltsame 4 Sätze aus Mozarts kleiner Nachtmusik. Thank you.
Am 2. September 1772 schreibt Wolfgang Amadeus Mozart an seine Schwester. Liebste Schwester, sende Herrn von Schiedenhofen meine Empfehlung und sage ihm, er soll das Übungsmenuett auf dem Klavier lernen, damit er es nicht vergessen tut. Er soll das bald tun, damit er mir die Freude tut machen, dass ich ihn einmal tue bekleiden. An alle anderen guten Freunde und Freundinnen tue meine Empfehlungen machen und tue gesund leben und tue nicht sterben, damit du mir noch kannst einen Brief tun, ich dir hernach noch einen tue und dann tun wir immer sofort, bis wir was hinaus tun. Aber doch bin ich der, der will tun bleiben, bis es sich endlich nimmer tun lässt. Indessen will ich tun bleiben, dein Wolfgang Amadeus Mozart.
Liebste Schwester, apropos Sitio, weißt du schon die Geschichte, die hier vorgegangen ist? Nun, ich will sie dir erzählen. Wir gingen heute vom Grafen Firmian weg, um nach Hause zu gehen. Und wie wir in unsere Gasse kommen, so machten wir unsere Haustüre auf. Und was meinst du wohl, was sich da zugetragen? Wir gingen hinein. An den vermögenden Tuchhändler, schreibt Wolfgang Amadeus Mozart in etwas ernsterer Lage. Liebster, bester Freund, Gott, ich bin in einer Lage, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Und wenn Sie, bester Freund und Bruder, mich verlassen, so bin ich unglücklicher und unschuldigerweise verloren. Schon letztens, als ich bei Ihnen war, wollte ich mein ganzes Herz ausleeren, allein ich hatte das Herz nicht. Sie kennen mich, meine Umstände, Sie wissen von meiner Unschuld, meine unglückliche, höchst traurige Lage betreffend. Statt Danksagungen komme ich nun aber mit neuen Bitten. Nun kommt es auf Sie an, einziger Freund, ob Sie mir noch 500 Gulden leihen wollen oder können. Ich biete an, bis meine Sache entschieden ist, Ihnen alle Monate 10 Gulden zurückzuzahlen und mich anbei noch auf lebenslang für Ihren Schuldner zu erklären, welcher ich auch leider ewig sein werde. Ihnen für Ihre Freundschaft und Liebe genug danken zu können. Bedenken Sie, dass ohne Ihre Unterstützung die Ehre, die Ruhe und vielleicht das Leben Ihres Freundes und Bruders zugrunde geht. Ewig Ihr verbundenster Diener, wahrer Freund und Bruder, Wolfgang Amadeus Mozart.
Dort, wo die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart aufhört, fängt die Ära von Franz Schubert an. Bis heute streiten die Musikwissenschaftler unerbittlich, ob nun Franz Schubert eigentlich ein Wiener Klassiker ist, wie es Mozart war, oder ob er ein Romantiker ist. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, und ich kann Ihnen sagen, Sie werden heute beide Facetten zu Gehör bekommen. Zunächst Kammermusik, eigentlich eine Musik für eine ganz kleine Kammer, heute hier im Augustusburger Kirchpark vor vielen, vielen hunderten Menschen. Freuen Sie sich drauf, was Franz Schubert hier uns hinterlassen hat. Thank you.
Franz Schubert wollte schon seit er klein auf Musik schrieb, immer ein großer Komponist werden. Allerdings wollte das sein Vater nicht. Er fand es besser, Franz Schubert hätte ein geregeltes Einkommen. Und so, nach sehr viel Überzeugungsarbeit und nachdem Franz Schubert auch diese Komponistenkarriere eben nicht geglückt war zu Lebzeiten, entschloss er sich dann doch widerwillig als Lehrer zu arbeiten. Und wo ging er nun ausgerechnet hin? Er ging zur Schule seines Vaters, der nämlich dort Lehrmeister war. Und dort im Unterricht, was tat Franz Schubert? Nicht etwa das Lesen und das Schreiben lernen. Nein, er gab jede Schulstunde immer wieder aufs Neue ein neues Aufsatzthema, um selber genug Ruhe zu haben beim Komponieren. Und es soll sich folgende Begebenheit zugetragen haben. Franz Schubert schrieb nun in einer Stunde bereits das vierte neue Lied. Und die Schüler hatten die Idee, sich ganz, ganz leise herauszuschleichen. Und so kam es, einer nach dem anderen ging und Franz Schubert merkte es gar nicht. Doch dann plötzlich kam sein Vater herein und so war es dann auch schon wieder der letzte Schultag von Franz Schubert als Lehrer Schubert. Freuen Sie sich jetzt auf drei Lieder, die vielleicht auch in diesen Schulstunden entstanden sind. Wer weiß.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch mit Musik von Franz Schubert wollen wir nun auch den Abend beschließen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei denen, die diesen Abend ermöglicht haben. Das ist nicht irgendeine Eventagentur gewesen, sondern das sind wirklich über 28 ehrenamtliche Helfer hier aus Augustusburg gewesen, die das heute alles hier ermöglicht haben. Vielen Dank. Des Weiteren wollen wir uns heute ganz herzlich bedanken bei demjenigen, der uns in diesem Abend von einem frischen, saftigen Grün bis in ein eiskaltes Blau getaucht hat und so jeder Musik auch eine passende Temperatur verliehen hat. Vielen Dank an das ganze Team rund um Georg Gräbner. An letzter Stelle steht nun ein Stück, das ist ganz an Sie gewidmet, meine Damen und Herren. Es ist ein Ständchen.